Also Geld sind wir in diesem. Mit dem kleinen Land, was wir haben, haben wir echt viel Kohle. Das muss man einfach mal festhalten. Können wir nochmal Lederzelte ausbauen. Aber hier sind auch wieder Scheunen Stufe 3 schon drin. Können wir nochmal ausbauen. Haben wir dann Stufe 4. Ah, die Bürgermeisterin hat das inne. Das kriegen wir gar nicht direkt. Ah, no. No, naja. Da haben wir, glaube ich, gerade 400 Gold in den Sand gesetzt. Oh, ich habe vorhin hier wieder nicht aufgepasst. Nee. Einmal habe ich das Gefühl, dass es niemanden gibt, der mir die Zeit lieber verbringen würde, als mit meinem Herzblatt Elisabeth, meiner Gattin. Von allen Dingen, die es auf der Welt zu tun gibt, teilen wir die Vorliebe für so viele. Das ist doch schön. Ich glaube, das wird jetzt zum ungünstigen Zeitpunkt fertig. Kümmert euch darum, minus 87. Ah, ich darf in die Miese gehen. Ja, dann, wenn ich in die Miese gehen darf, ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut. Krieg erklären. Unterlegen. Die haben halt nur 2000. Er ist mit Verbündeten. Mon Taigu. Müsste aber dann Sachen abgeben, wenn ich das einnehme. Da müsste ich Sachen abgeben, wenn ich das einnehme. Brauche erstmal Kohle für ein Festmahl. Ich war erstmal kurz wieder. Ich glaube, ich bin jetzt auch 54. Ah. Gesundheit ist noch in Ordnung. Es könnte also noch eine Weile gehen und der Charakter ist halt wirklich krass, also krasse Kampfboni. Ihr brillanter Stratege, Pionier, Logistiker, flexibler Anführer, Aufseher, was auch dann relativ gut funktioniert für. Ah, vielleicht will ich dem doch mal einen Krieg erklären. Wir bewegen aber das schon mal hier hin. Krieg erklären. Wenn ihr eure Forderungen erzwingt. Gibt es irgendwann mal den Zustand, wenn du einen weißen Frieden hast, dass du irgendwie das, worum es geht, aufteilst oder so? Bis jetzt habe ich das immer nur gesehen, beim weißen Frieden passiert fast das Gleiche wie beim Aufgeben, dass du den Anspruch behältst. Das ist doch Kacke. Frage, will ich jetzt wirklich jemanden hier Verbündeten rufen? Ja, wir rufen hier noch einen Verbündeten. Können Sie Dynastiemitglied auch noch rufen? Hier. Auf Sie! Allesamt! Erstmal die Armee plätten. Beim Weißen Frieden bleibt meist alles so, wie es vorher war. Warum sollte da was anderes passieren? Na, man könnte ja auch sagen, von wegen, wir haben uns jetzt schon 30 Jahre lang in die Köpfe eingeschlagen, keiner kommt voran. Es geht um ein ganzes Reich. Wir teilen es auf und jeder kriegt die Hälfte. Kannst ja auch sagen. Der Posten ihnen allein aufgrund ihres Blutes oder ihres Einflusses zusteht, wie sie sich doch irren. Ich erwarte Ergebnisse und doch werde ich häufig enttäuscht. Nach einem langen Tag beschwere ich mich gerade bei Elisabeth, als sie mich unterbricht. Lass mich in diese Sache einschreiten, Gemahl. Ihr ein wenig Unterricht erteilen, um Geist zu schärfen. Glaubt der am wichtigsten wäre der Bürgermeister. Bei den anderen ist es relativ okay. Der braucht es nicht. Der auch nicht. Wen haben wir hier zur Wahl? Die und. Oder unseren. Kannst auch uns niemanden unter studierte Bildung, ne? Du kannst uns niemanden dort verbessern. Aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich den Verwalter, studierte Verwaltung nehmen. So soll man sowas tun? Ja, weil das dann besser wäre. Finde ich. Persönlich. Moment, wo läuft denn ihr hin? Wie haben wir die denn verpasst? Der Bürgermeister ist uralt. Ja, aber der hat jetzt noch ein bisschen Plus. Der kann immer noch patzen. Aber ja, das ist richtig. Das ist schon fast 80. Das ist super selten, dass jemand so alt wird in dem Spiel. Der hat dann bis zu seinem Lebensende studierte. Da was studiert wahrscheinlich, ja. Hier geblieben. Jawohl, haben sie eingeholt. Auf sie!
Weg mit ihnen! Weg mit den Ungläubigen, den Unehrenhaften, die mein Land besetzt und unter ihrer tyrannischen Kontrolle haben. Marco wird erwachsen. Annehmbarer Unterhändler. Ah. Geil ist was anderes. Moment, habe ich für den noch nie... Achso, sie ist noch 15. Okay. Flolf, Zig hat Crusader Kings 3 gestartet. Was? Flolf, Zig? Mir schickt's an. So, und jetzt nehmen wir das da ein. Jetzt, wo wir die geschlagen haben. Was gab's hier? 231 Ruhm. 500 Leute haben bei uns gestorben. Das ist natürlich bitter. Wer ist denn Xan? Xan ist Flolf, Zig, weil ich ihn umbenannt habe und weil ich Lust darauf hatte. Warum dürfen die eigentlich in mein Gebiet laufen mit 430 Leuten? Wieso kommen mir plötzlich 700 von sonst wo angefahren? Jetzt nehmen die vor allem wieder meine Kacke ein. Ach. Moment. Darf ich die halbieren? Halbieren. Ich will wirklich bloß eine von den beiden haben, danke. Und du kannst mal hier hochgehen verteidigen. Und die andere bleibt da unten und nimmt den Quatsch ein. So, habt ihr noch einen, ja, habt noch einen Befehlshaber? Bin nicht mehr selber Befehlshaber, by the way. So, und ich habe keine Lust, dass ihr mich hier durchbelagert. Stehe ich nicht so drauf. Deswegen machen wir dich mal rund. Es ist gelungen, den feindlichen Ritter zu verstümmeln. Nice. Gefangenenkommandanten. So, wir können eigentlich hier schon zum nächsten gehen. Sollten wir vielleicht erstmal die Vorräte ein bisschen auffüllen lassen. Wahrscheinlich ist es eh vorbei, in dem Moment, wo ich das hier einnehme, oder? Ne, noch nicht. Na dann. So, bei Belagerung gefangen genommen. Hier, Gefangene. Auslösen. Gebt mir das Gold. Money. Wollt ihr vielleicht mitmachen? Ey, ihr 4000 Leute und nicht einfach nur rumchillen? Ach, so. Meine Schatzkammer quillt über vor Gold und Silber und alle Ausgaben sind gedeckt. Aufgrund meines Statuses, mein Status, wird von mir erwartet, dass ich einen Künstler oder Gelehrten unterstütze. Wie es der Zufall so will, sind gerade 3 mögliche Kandidaten in Kronai eingetroffen, aber beeindruckt mich einer von ihnen. Iluit ist bekannt dafür, wunderschöne Gärten anzulegen. Aha. Was ist jetzt das ausschlaggebende Bildung für einen Künstler? Ausschlaggebende Attribut. Huetans religiöse Gedichte haben schon so manche Seele bewegt. Er hat auf jeden Fall eine schlechtere Bildung. Ist aber bescheiden. Und damit so ein bisschen gesellig. Keine Ahnung. Die Entdeckungen, die Hoel gemacht hat, sind vielversprechend. Ist Hoel nicht einer von mir? Raubgierig Planer befindet sich in Kornai. Der hat auf jeden Fall die höchste Bildung. Und gescheit. Körperliche Eigenschaft gescheit. Was ist denn das für eine Version? Die habe ich noch nie gesehen, die Eigenschaft. Kann man die vererben? Nee, das Leben hat gelehrt, wie wertvoll ein gutes Urteilsvermögen und eine gesunde Geistesschärfe sind. Okay. Nein, ich habe andere Pläne. Also nach der Logik würde ich jetzt, glaube ich, den letzten nehmen. Den Hoel Saint Nassar. Oh, da habe ich auch schon direkt angeklickt. So, yo, ihr heiratet, das ist fein für mich. Bündnis mit Earl Thomas Guetterson von Hannover, sehr schön. Lösegelder akzeptiert. Und wir gewinnen hier unten den Krieg. In 12 Monaten. Dauert ein bisschen, aber wir gewinnen ihn bald. Also bald. Können ja noch mehr einfach plündern. Nee, nicht alle. Nee. Shit. Ich habe außerdem alle erwischt. Das wollte ich nicht.
Das wollte ich nicht. Scheiße. Was wollt denn ihr da mit euren 600 Mann? Was ist denn da euer Plan? Was kriegen wir hier? Will ich nicht die Stadt noch anklicken? 26 Gold und 32 Goldbeute. Das nehme ich doch. Ja, meine Verbündeten, jagt sie! Auf sie mit Gebrüll! Vernichtet sie. Oh, hier wird. Was ist denn hier passiert? Wem bist denn du im Krieg? Du bist im Krieg? Und du verlierst? Aktuell. Und du gewinnst. Aber deine Hauptstadt wird eingenommen. Was ist denn das für ein Krieg? Ach, da unten! Hä? Das ist ja auch super. Der Krieg da unten und hier oben rennt einfach jemand rum und nimmt seine Hauptstadt ein. Nee, ist gar nicht seine Hauptstadt, ne? Seine Hauptstadt ist irgendwo da unten in dem Bereich. Aber hier oben rennt trotzdem jemand rum und nimmt seine Sachen ein. Vasallensteuerbeitrag, Ketten der Treue. Heimische Angelegenheiten, Effektivität 25%. Ich weiß nicht so, was heimische Angelegenheiten sind. Eine Ratsaufgabe, die vom Ratskanzler durchgeführt wird, sie erhöht die Meinung der Vasallen im Reich gegenüber dem Lehnsherrn. Ah. Nee, das nützt mir irgendwie fast nichts. Finde ich übel kacke. Ich habe ein Problem mit meiner Domänenschwelle, glaube ich, demnächst. Ehrlich gesagt. Ich habe nochmal 200 Leute angefahren. Das wollt ihr mit den 200 Mann da? Kleiner Hafen gebaut. Jawohl. Damit haben wir in Brest, ne? In Brest haben wir einen Hafen gebaut. So, der ist inzwischen fast auf 100 beeinflusst, der andere Vasall. Problem ist, der wird natürlich unsere komplette Meinung verlieren. In dem Moment, wo wir sterben. Das mache ich aber noch fertig. Jetzt erobere ich ja noch fertig. Die 32 Gold lasse ich mir nicht hingehen. Was ist denn das hier für ein Ringelpiez mit anfassen, ey? Feindlicher Kriegsanführer gefangen genommen. Bei Belagerung Gefangene gemacht. So, wir können euch eigentlich auflösen. Dann können wir hier noch die Gefangenen nicht auslösen. Nicht wirklich, dann machen wir einfach hier fertig. Forderungen zwingen. So sei es. Über der Domain-Schild. Ist mir bewusst, ist die Frage, was wir abgeben. Wahrscheinlich geben wir das ja einfach ab. Vergeben an. Felix Mabuktal. Hört sich doch gut an. Hier. Ich bin ein Vasall von Herzog von... Nein! Ich kann das nicht. Ich muss... Nicht relevante Sachen abgeben. Also leider das, was mir auch wirklich viel Kohle bringt. Ach, dammit! Halt hier die Bistümer. Das haben wir die halt wirklich viel Kohle reinbringen. Ach, Mann. Niedrigem Adel verleihen, so. Ihr könnt Kriege erklären. Von Schwaben. Ebenbürtig. Wie ich denn da unten Schwabenkriege anfangen? Quasi-Emirat ist ja noch weiter weg. Religionskrieg um Königreich kann ich machen. Yo. Sie mir unterlegen, habe ich auch nicht genug Frömmigkeit dafür. Scheichdiak von Santillas. Ist auch alles da unten, ne? Ich glaube, so kriegst du mit am schnellsten ein Königreich, wenn da jemand erwischt, der gerade keine Armee hat. Aber keinen Krieg. Was machen wir jetzt mit unseren ganzen Gefangenen hier? Lösegeld fordern? Foltern? Ich bin gerecht, ich darf nicht foltern. Freilassung verhandeln. Machen wir halt Massenentlassung hier. Wenn wir eh kein Lösegeld kriegen. Lassen wir sie einfach raus. Kind meiner Dynastie, meine Schwiegertochter hat ein Kind zur Welt gebracht. Das ist dann der Erbe von Marco. Natürlich nice.
intelligent und Wohlgestalt. Jawohl. So geht das los. Das ist aber ein Mann. Samuel. Samuel hört sich gut an. Samuel ist ein schöner Name. Samuel ist ein schöner Name. Samuel nehmen wir. Kannst du bitte Kontrolle wiederherstellen? Das wäre sehr schön. Beende das Komplott beeinflussen. Okay, jetzt haben wir eigentlich schon die Leute alle beeinflusst. Aber jetzt sind wir so alt, es sollten wir keine Unabhängigkeitsfraktion oder keine Übernahmefraktion des Herzogtums mehr in Kraft setzen. Ist sowieso Quatsch, dass ein Lehnsherr irgendwo hier unten eigentlich, ne, hier Auvergne, dass der unser Direktor was, Dinges ist. Ist einfach Quatsch. Frage ist, was wir dann in der Zeit machen. Wen beeinflussen wir denn noch? Können unseren Lehnsherr beeinflussen. Einfach nur, weil wir können. Oder wollen wir noch jemanden umbringen? Wir haben jetzt unseren Sohn. Felix Marco. Darf ich den eigentlich... Moment, hier. Nee, damit, das wollte ich nicht. Nicht zu Spielcharakter gehen. Man konnte irgendwie... Aha! Klicken, um Barbier zu öffnen. Amazonenstamm beim Rittern züchten. Ja, ich habe niemanden als Amazonen in der Reichweite. Oh, what? Ja, wir sind schon so halb dunkelhaarig. Wir fangen mal hier an, der hat dunkle Haare. Kleidung Standard. Ich finde die Kleidung echt nutzlos. Und nicht schön. Westliche gemein niedere Adelsgewandung hier. Wenigstens das darfst du dir schon anziehen. Kopfbedeckung. Keine Kopfbedeckung. Adelskappe, Stirnreif. Ja, die Kronen sind natürlich ein bisschen übertrieben. Du bist eigentlich ein Diplomat. Byzantinischer Stirnreif. Ich glaube, wir geben dir einfach mal keine Kopfbedeckung. Du bist ein Diplomat. Also niedere, eigentlich bist du, ja doch, niedere Adel ist wahrscheinlich schon das, was du... Hochadelgewandung. Nee, Hochadel sind wir auf jeden Fall nicht. Hier, niedriger Adel, das sieht ganz hübsch aus. Haar, Standard. Kein Haar. Was für eine Frisur trägst du? Ausrasierte Seiten. Mittellang glatt. Verwuschelt. Das passt, glaube ich, ganz gut. Im Bart, Standard, kein Bart. Kein Bart. Du bist jung. Du trägst kein Bart. Haben wir das mal kurz angepasst. In der Schlacht erschlagen. Oh, bei mir sind echt viele Leute in der Schlacht erschlagen worden. Starb an Altersschwäche. Wurde auf Befehl von Herzog hingerichtet. Starb an Herzversagen. Altersschwäche. Zwei Leute sind in der Schlacht. Oder wurden getötet. Also wir können, ne? Wir können gerne mal gucken. Hier, wir hatten doch... Nee. Der hat schon ein Kind, ne? Vererbliche Eigenschaften können wir ja mal reinmachen. Wir können hier einmal Zone machen. Herkules. Gibt's halt nicht. Onxos, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen im Stream. Gibt's halt einfach nicht. Herkules ist nicht drin. Das vererbliche Eigenschaft, das Beste. Hier kann gesund, schlau. Wunderschön gibt's ein paar Mal. Intelligent. Genie gibt's sogar einmal. Aber die ist halt 28. Das ist Quatsch, einen Nulljährigen mit 28-Jährigen zu verheiraten. Also ich sehe das noch nicht, dass wir hier was sinnvoll... Hier robust und intelligent ist das Beste, mit um 14 Jahre älter. Großzügig, gefühllos, fleißig. Die ist doch ganz okay. Wir werden übrigens den mal unterrichten, wa? Also ich sehe das nicht, dass wir irgendwie dort was zusammen klamüsern. Druckmittel und Geheimnisse. Zahlungsforderung. Hat nicht genügend Gold. Wieso habt ihr eigentlich nie Gold? Ihr kriegt doch kein Gold, wa? Jo, ihr kriegt aber nicht Gold. Das ist doch scheiße.
Bei den Rittern, um Soldaten ranzuzüchten. Ah. Hm. Höfling von euch könnte sie verlassen, das doch. Robust. Er ist eh zu alt. Ist egal, wenn die geht. Relativ egal. Die hat zwar ein paar Ansprüche, aber scheiß drauf. Die war mal mein. Das ist die alte Ärztin. Das ist die ehemalige Ärztin. Hm, 57, natürlich Quatsch. Ritter 62, der wird, glaube ich, kein Kind mehr kriegen, oder? Außerdem ist er verheiratet. Wieso ist sie denn einäugig? Was ist denn mit ihr passiert? Wie wird denn eine Frau einäugig? Dabei ist sie doch schon feige. Die wird doch wegrennen und nicht kämpfen. Höfling von euch. Ehepartner. Wie gesagt, das Beste kriege ich, glaube ich, robust. Oder Genie. Der ist 30. 45 Genie. Oh, das habe ich verpennt. 40 Genie. Ich habe nichts dafür. Aber ich würde es mit der 37er mit Robust versuchen für den. Oh, hier ist Genie 28. Nee, nee, wir nehmen das da. Wir wollen das Genie ja weiter vererben möglichst. Da brauchen wir viele. Chance auf Kinder moderat. Nehmen wir das mal mit. Sohn und Spieler. Von euch ist logischerweise der Schnurr schon verheiratet. Arztmarschall. Wieso hast du eigentlich keine? Du bist 40. Robust mit einer 14-Jährigen. Hier 31, wunderschön. Immer noch mal ein paar wunderschöne zu zeugen. Bist auch nicht verheiratet. Robust 37 mit 30. Dass die Genies so alt sind. Bin ich ein bisschen blöd. Moment. 23? Das sieht nicht aus wie 23. Was ist denn das für ein geiler Bug? Der war gerade noch hier ein ganz anderes Bild. Kerngesund, schlau, kerngesund. Und natürlich die Guten, ne? Versuchen wir hier mal bei dem mit Robust, ne? Ist scheißegal, ob der ein Kind kriegt oder nicht. Ich glaube, ich das... Moment mal. Jetzt gerade. Ich hoffe, das... Moderat ist, glaube ich, fast immer. Ich hoffe, das war jetzt nicht, die kein Kind kriegen kann. So, das ist mein Hofarzt. Du hast echt tolle Freunde. Wieso? Fühlt sich geehrt. Willkommen zurück, by the way, Lumi. Moderat. Intelligent vom Weitervererben. Versuchen wir das auch nochmal. Intelligent weitervererben. Du bist mein enterbter Sohn und verheiratet. Du bist stark. Das kann man sich, glaube ich, nicht weiter vererben. Machen wir jetzt mal nebenbei weiter hier. Die Sachen auch mal angenommen. Ja, wir nehmen das an. Wir nehmen das an. Nehmen das an. Ich glaube, ich würde hier mit ihr die versuchen, robust weiter zu vererben. Oder wart. Nehmen das an. Wir machen hier gerade ein bisschen Menschenzucht-Simulator, Lumi. Aber das stört dich nicht allzu sehr. 54. Du darfst eine 40-Jährige heiraten. Die ist 14 Jahre jünger als du. Vielleicht wird sogar noch was mit dem Kind. Wenn du Glück hast. Mal sehen. Und das ist irgendwie komisch, dass hier, ne, hier ist ein Bild von einer super Jungen, die eigentlich 23 ist. Wenn ich draufklicke, wird sie älter. Ist merkwürdig. So, der ist... Okay, Höfling von euch. Wir verheiraten den einfach. Wird schon werden. Arztspitze von euch. Bist du nicht verheiratet? Bin ich nicht gerade verheiratet? Ich habe den Überblick verloren. Mir eigentlich egal, wen die heiraten. Ich will nur, dass die guten erblichen Eigenschaften weiter vererbt werden. Ich bin schon toll, ich weiß. Martin schreibt, ich habe mal geschaut, von Stuttgart nach Dresden sind es 500. Dann wollt ihr ja nach Frankfurt. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich euch nicht helfen kann und euch abholen oder so. Das ist echt süß. Allein, dass ihr darüber nachdenkt, ja, klar. So, Freiheitsfraktion wäre die absolute Unabhängigkeit von... Aber von meinem Lebensjahr, oder? Nee!
Die Lehns... Oh, Lehnsautorität reduzieren. Ja, das kann ich ja machen. Lehnsautorität reduzieren. Das kann ich machen. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Gegen euren hier Mitglieder hinzufügen. Kann nicht zu Beitritt gezwungen werden. Brauchen wir ein starkes Druckmittel. Tja, Druckmittel fingieren habe ich nicht. Und ja, Xan ist auch toll. Xan gehört zu den besseren Menschen auf dieser Welt, ja. Aber ich würde behaupten, jeder, der bei diesem Stream hier zuschaut, gehört zu den besseren Menschen dieser Welt. Und der Streamer erst. Der Streamer erst! Wenn ihr wüsstet, der Streamer erst, wie toll der ist. Hallo Sonum. Vor einem weiteren Fest mal zu Ehre meines Lehns an Herzog Anze stattet mir Bürgermeister Rorgon einen Besuch ab. Keiner von uns beiden steht doch hoch in der Gunst von Herzog, geläutet er. Doch wenn wir bei dem Fest mal eine spektakuläre Schau veranstalten würden, könnten wir unser Ansehen bei ihm steigern. Wer das Gold für dieses Unterfangen bereitstellen. Eine glorreiche Schau gewinnt 30 Mal Herzog Anze. Kriege ich anders hin. Einigermaßen brauchbare Unterhaltung. Ich kann die Unterhaltung suchen, die wir brauchen. Eine glorreiche. Entweder setze ich 150 Gold ein oder 150 Prestige? Dann nehme ich auch immer 150 Prestige für das gleiche Ergebnis. Das sind minimale Unterschiede, aber das Ergebnis sind die gleichen. Besserter Eindruck. Diplomatie plus 1. Nehmen wir Prestige. Hallo Xeli. Der Streamer ist unterm Durchschnitt. Wow. Ja, aber nur das brauchbare. Brauchbare Unterhaltung. Ja, ein Powernap, bin ziemlich müde. Ganze Gruppe hier, ja! Alle sind da. Voll schön. Ja. Ich hab neuen Spielding. Es ist so schön. Solange hier niemand seine Finger hat, jetzt alles gut. Es könnten ab und zu mal ein paar Köpfe rollen, Xan. Ich hoffe, das ist okay. Warum bin ich nicht gegangen, als ich wollte? Weil du mich so gerne anguckst. Oh, hier passieren Sachen. Ein Komplott bei Hof, mein Ratsspitz mit besorgniserregender Neuigkeit zugekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar mein Höfling. Kann ich nicht aussprechen. Was hat denn der für einen Namen? Wer ist denn da auf die Tastatur gefallen? Wir müssen einen Übeltäter finden. Jetzt habe ich Albträume. Du zeigst nicht das Spiel. Habe ich nicht das Spiel. Wrong Screen. So. Jetzt müsste es aber stimmen wieder. Worauf habe ich denn getippt? Habe ich darauf getippt gehabt? Das wäre natürlich blöd. Jagd oder Gelage? Könnte man machen. Man könnte es aber einfach aussitzen, weil ich meine, ich bin 58, ich werde halt bald sterben, oder? Aber wir machen noch ein Festmahl. Kurz vor Ende noch ein Festmahl. Ah, was können. Viel zu lange und... Ach, hier. Bauernaufstand. Macht halt einen Aufstand. Wenn ihr unbedingt... Wenn euch das gut tut, dann macht einen Aufstand. Wenn euch das hilft, dann steht auf, wenn ihr für uns seid, steht auf. Wenn ihr für uns seid, steht auf. Wenn ihr für uns seid. Ups. So, wir zwingen mal das vorher. Den hat eine klassische Lumi gemacht. Tausendmal finde ich persönlich das Geräusch störend. Eine klassische Lumi, wow, so, ne? Blackscreen oder Kamera Fullscreen? Als ob Lumi so häufig Kamera Fullscreen macht. Kommt zur Katastrophe, dann nehmen wir meine Geheimvorräte ohne Probleme. So, wir haben den Anführer gefangen genommen. Das Thema fasziniert mich ebenfalls. Wer ist das? Mein Bruder. Bruder Herzog Benjamin, mit dem ich immer noch verbündet, ne? Er hat 25. Zum Thema Freundschaft, das ihm selbst sehr am Herzen liegt. Ja, mit der Familie kann man auch über Freundschaft reden. Mit der Familie kann man auch über Freundschaft reden. Bauernaufstand, Forderung erzwingen. So sei es. Die haben noch ein bisschen Hingabe bekommen. Natürlich sehr schön. Jetzt haben wir hier einen Gefangenen. Lösegeld fordern. Schwaches Druckmittel. Ne. Der wird hingerichtet. Der gegen mich aufbegehrt wird hingerichtet.
Du schaust meine Streams nicht mehr. Wieso hast du mir jetzt regelmäßig einen kompletten Existenzgeblurrt, euch zum Morden wird aufgedeckt. Was? Es gab Leute, die mich ermorden? The love is gone. Bald lässt mich töten, weil ich nicht genug Kinder kriege. Ja, Lumi, so läuft das. Wenn nicht mindestens 3 Kinder in 10 Jahren drin sind, musst du dir Gedanken machen um den Hals. Für die normalen Menschen, die arbeiten müssen. Ich meine, Ben, du kennst die Großaufnahmen immerhin noch so, ne? So hobbylos sein wie diese Lumis. Dann wird Lumi durch ein neues und frisches Modell ersetzt. Moment, Xan kann Kinder gebären? Wenn das nicht der Fall ist, werde ich bestimmt Lumi nicht mit dem Xan ersetzen. Das wäre ja absoluter Quatsch. Ihr habt die Eigenschaft Frohnatur erhalten. Ach, auch noch. Berühmte Frohnatur. Ah. Menge über Meinung über Frohnatur. Diplomatie plus 3, Ränkespiel plus 2. So, mein Ratsspitz ist mir so gesehen durchgegangen. Mein Gemahlin schmiedet Ränke, das Opfer, mein Höfling. Warum fängt die mit 58 an, Ränke zu schmieden und irgendwelche Höflinge zu ermorden? Was denn das für eine Aktion? Wir haben uns doch super verstanden, 30 Jahre lang. Warum? Ich hab dich nicht mal eingekerkert, obwohl du unzüchtig bist. Weil ich halt, du bist halt wunderschön, das überwiegt dann halt mal. Aber ernsthaft, jetzt fängst du an, Ränke zu schmieden? Und Leute zu töten? Beendet Komplott von Action. Auch gut. Alte Weiber werden derbe, so ist das nun mal. Ich werde auch irgendwann 46, da geht das dann nicht mehr. Dumi, es geht darum, bis dahin genug Kinder zu kriegen. So, mein Lebensjahr. Achso, ich bin den beeinflussen, ne? Gewinnt 10 Meinungen von euch, euer Kompliment wird wohlwollend, seine klare Rationalität loben. Analytisch Gierschlund, Rationalität it is. Das schaffe ich, hör auf zu streamen und komm rüber. Du willst gerade schlafen, ja? Von wegen, komm rüber hier, du willst schlafen. So, wir können Krieger erklären, das sind bestimmt Quatschkrieger, oder? Gegen 1000 Mann. Ne, gegen 1000 Mann sehe ich mich da eher. Worum geht's hier? Aber um Albert-Zeug da unten, das ist doch... Was will ich damit? Kein Zweifel. Das ist der Beste. Ich könnte. Ach ja, hier. Von mir aus. Mit dir schlafen. Also ich weiß nicht, worum es hier gehen soll. Du wolltest ein Powernap machen. Mit mir schlafen ist kein Powernap. Legionskriege um Grafschaft könnte ich machen. Ja, um die da unten. Wow. Ziel ändern. Gibt nur das Ziel. Das sind so blöde Vorschläge. Ziel, Moment, Ziel, nee, Ziel ändern. Gibt auch nur das eine Ziel für die Religionskriege, sind Quatsch. Als ob, ja, nee, ist klar. So sinnvolle Emotes. So sinnvolle Emotes. Von wem sind die eigentlich? Ah, vom E-Guy. Ja, der hat ein paar mehr Emote-Slots. Ich glaube, ich könnte nicht mal die 4 nehmen, wenn ich die 4 hätte. So ein bisschen die Frage. Also Gold haben wir jetzt schon relativ viel. Wir haben aber immer noch keine Festungsmauern. Das dauert halt noch ein bisschen. Jetzt wird wieder die Emotes beim angefangen und jetzt soll ich entscheiden, was die schöneren Emotes sind, Leute. Das kann ich nicht. Die sind alle so hübsch. Das kann ich doch nie entscheiden. Hafen in Brest ausbauen. Hafen in Brest ausbauen klingt nach einer sinnvollen Option. Entwicklungszuwachs. Können wir noch machen. Die 200 haben wir noch. Ach, das ist ein Facepalm. Das sehe ich jetzt erst, was Xeli gepostet hat. Dass das ein Facepalm-Emote ist. Ich dachte vorhin, das wäre irgendwie ein sehr verkrüppeltes Herz oder sowas. Keine Ahnung. Ich war vielleicht nicht ganz da.
Alternative ist, wir machen hier halt weiter Krieg. 900, 800, die können sie ja nicht gegen uns wehren, gegen fast 5000 Mann. Aber wir sind aktuell gerade am Bekehren. Das sind 12 Monate, wäre das sogar mal durch. Die Gemeinde bekehren. Wir unternehmen einen weiteren Versuch. Das ist mein Lehnsherr, ne? Ja, der mag uns sowieso jetzt schon super gerne. Jagd veranstalten. Machen wir auch nochmal. Vielleicht leben wir dann länger, wenn wir weniger Stress haben. Sieg über die Bestie. Wir können das Tier für eine wir können jetzt hier das entweder unsere Gräfin geben oder ja, wir verkaufen das hier nochmal 150 Gold. Money, money, money. Wir gehen gestärkt nach Hause. Einfach 150 Gold und diese Jagd gemacht. Ich habe ein Drittel davon eingesetzt. Bollwerk. Hier gibt es noch einen Hafen, den wir ausbauen können. Verbessern. Wissen des Hofarztes wurde erhöht. Ich glaube bloß, das Problem ist, wir haben jetzt 15 Verwaltungen. Wenn wir erben, haben wir halt nur noch 7 Verwaltungen. Und unsere Ehefrau hat auch nicht so viel. Das wird auf jeden Fall mit den Domänenschwelle schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig mit den Domänenschwellen. Wobei wir 15 Verwaltungen haben. Wir haben hier plus 1 Verwaltung. Plus 3 könnte man kriegen, wenn man auf Domänenschwelle geht. Untertanerpressung? Ich weiß nicht so richtig, was Untertanerpressung ist. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht so richtig, was Untertanerpressung mir bringt. Ich glaube, Gold kannst du von den Untertanen erpressen, oder? Aber so viele Untertanen habe ich gar nicht, die ich da erpressen könnte. Also. Und dann mögen die dich dann auch nicht. Das ist einfach nicht so hilfreich. Oh, ich bin fast bei aufopferungsvoll. Und wir sind zumindest schon mal bemerkenswert und könnten... Wobei, es ist glaube ich immer noch die erste Stufe, an der wir knabbern, ne? Mir fällt gerade so ein. Könnt ihr hier schon längst ein Vermächtnis wählen. Haus von Kriegern, Kampfgeschick, Rittereffektivität. Volksmeinung, Schreckenszuwachs. Blaues Blut haben wir schon. Das wusste ich gar nicht mehr. Chance auf Vererben von guten vererblichen Eigenschaften plus 30%. Auf neue gute vererbliche Eigenschaften plus 30%. Das ist natürlich super. Höfling und Gastmeinung plus 10. Begabte Gäste und Stützung des Klerus und fähiger Ritter. Es werden bessere Gäste angezogen. Lebendiger Hof. Das könnte echt gut sein. Erwünschte Vermählung. Heiratsannahme plus 30. Oder halt das. Das wäre auch mega nice. Da kannst du dich mit besseren Leuten vermählen und besser in die höheren Ränge einheiraten. Oder fruchtbar. Für mehr Kinder. Boah. Ruhm, fruchtbar oder Kriegskunst? Ich glaube, ich bin bei Ruhm oder Ruhm oder Sippe. Erwünschte Vermählung oder fruchtbare Lenden? Sprich, wollen wir uns in bessere Kreise einheiraten oder wollen wir einfach unsere Leute erstmal pushen, dass wir mehr Kinder kriegen? Ich glaube, das wäre der sicherere Weg, wenn wir Kinder kriegen. Das hier erfordert ein bisschen Geschick, sich passend einzuheiraten und eventuell dann mal jemanden nicht mehr erleben zu lassen. Ich würde fast die fruchtbaren Lenden, glaube ich, nehmen, damit wir hier dann auch mehr kriegen, weil wir mehr Leute haben. Das ist die Frage, ist austauschen oder verbessern? Was meinst du mit austauschen? Ich glaube, in der Kombination auf neue vererbliche Eigenschaften würde ich fast für die fruchtbaren Lenden gehen, weil wir, wenn wir mehr lebende Dynastiemitglieder haben, bekommen wir auch mehr hier mehr von den Punkten, von diesen Dynastiepunkten. Die hängen nämlich davon ab, wie viele lebende Mitglieder, wir haben 23 lebende Mitglieder, dafür kriegen wir 0,46. Ein Herzog, ein Graf. Mir ist nicht ganz klar übrigens, warum ich als Graf, wenn wir einen Herzog in der Dynastie haben, warum ich dann als Graf das Oberhaupt bin. Wahrscheinlich, weil ich die stärkste Macht habe. Für bessere Höflinge gibt allerdings ein Maximum. Ein Maximum wovon? Von Kindern? Bessere lebendiger Hof. Schon lebendiger Hof wäre auch cool. Weil dann halt die bessere Werte angezogen werden. Also wahrscheinlich
Leute mit besseren Werten angezogen werden oder mit besseren Eigenschaften und wir die dann besser wieder züchten könnten. Ich bin unentschlossen. Das ist alles. Das sind mindestens drei Sachen cool. Ein persönliches Haus und der Dynastie, um Renown zu bekommen. Ach so. Aber liegt das bei 0,5? Dann bin ich relativ nah dran. Dann lohnt sich das nicht. Aber ich dachte halt auch in Kombination mit, dass wir eh schon 30% auch Chance haben, neue vererbliche Eigenschaften, neue Gute zu bekommen. Dazu brauchen wir logischerweise Kinder. Wäre fruchtbare Lenden ganz cool. Wenn wir mehr Kinder haben, haben wir häufiger die Chance, die 30% zu triggern. Dachte ich so. Liegt bei 200, 500 Personen. Ich bin bei 23? Nee, 46. Da kann ich schon noch. Ich nehme jetzt fruchtbare Lenden. Wir wollen mehr Kinder in der Zukunft haben. Das ist wichtig. Anliegen findet die belastenden Dokumente. Lasst mich noch einmal betonen, dass ihr mit niemandem darüber sprechen sollt. Nicht einmal mein Fürstherzog Anzel weiß, dass es sie gibt. Und das muss auch so bleiben. Ich glaube nicht, dass es für mich bestimmt war. Ihr erfahrt vom Geheimnis von Herzog Anzel, dass er eine Hexe ist. Aha! Ist das nicht ein starkes Druckmittel, was wir jetzt gekriegt haben? Ist das nicht ein starkes Druckmittel, was wir gekriegt haben? Oder was wir kriegen könnten? Druckmittel und Geheimnisse? Moment, das Geheimnis habe ich noch nicht. Wurde es nicht angerechnet? Druckmittel-Sichtbarkeit. Warum habe ich gegen den Toten ein Druckmittel? Das ist doch Bullshit. Was soll ich denn damit machen? Hä? Das ist doch Quatsch. Böse Atheist, unverheiratet. Mir bekannte Geheimnisse. Was ist denn hier das Geheimnis, ein bekanntes? Befindet sich in Bihar, unverheiratet, böse Atheist. Ist das der Atheist, ist mein Geheimnis? Samuel Mob Marco, das sind das so einfach. Schwaches Druckmittel, Hausoberhaupt. Wieso habe ich. Hab ich doch gerade. Wurde mir gerade gesagt. Oh, Geheimnis, ich habe jemanden ermordet, okay. Bin verwirrt. Er sagt mir, ich kriege ein Geheimnis verraten und ich kriege kein Geheimnis verraten. Ja, das finde ich schade. Ich müsste jetzt eigentlich stehen, dass ich das Geheimnis von meinem Dingens weiß. Habgierig. Berühmter, zart. Ich sehe hier nicht, dass er eine Hexe ist. Aber ich kann ihn erpressen. Weil Hexe. Hier sehe ich's. Frage ist, was kann ich machen, wenn ich ein starkes Druckmittel habe? Was nützt mir das? Ich kann dann meine Vasallenbande ändern. Ein bisschen was in der Wohnung machen. Bin so lange mal lurken, alles klar. Und bin mal essen, alles klar. Dann Xan, guten Appetit. Guten Appetit. Lass euch schmecken. Mir nützt das nichts, oder? Dass ich den dafür unterpresse, dass er eine Hexe ist. Kann ich ihn dazu irgendwas zwingen? Ich will ihn auf jeden Fall erpressen. Das ist mir wurscht. Wir haben ein starkes Druckmittel gegen ihn. Ihr könnt Zahlungen von ihm verlangen für 70. Ja, das ist das Druckmittel. Aber das will ich gar nicht. Ich will das Druckmittel ja nicht verlieren. Ich würde eher... Kann ich nicht irgendwie einen Titel... Bitte zu... Moment. Der Herzog ist das. Er hat doch eine Fraktion gegen ihn gestellt, oder? Kann ich jetzt ein Ultimatum stellen? Wie kann ich denn ein Ultimatum stellen? Wird den Fraktionsherrn ein Ultimatum stellen. Forderung durchsetzen. Werden sämtliche Forderungen der Fraktion erfüllt? Wenn er nicht akzeptiert, wird die Fraktion einen Bürgerkrieg gegen ihn anzetteln. Oh. Ja, aber das sollte er, glaube ich, tun. Mit meiner Militärmacht. Und Freiheit wird das Reich als Ganzes schwächen. Ihr werdet jedoch eure Forderung annehmen und sinnloses Blutvergießen vermeiden. Sehr schön. Mehr von unserem Gold bleibt bei uns.
uns. Mehr von unserem Gold bleibt bei uns. Mehr von unserem Gold. Ja, das bleibt bei uns. Beeinflusst religiöse Überzeugungen. Ich hatte einen Einfall, was meine Versuche anbelangt, Herzog anzunehmen, mit meinen Interessen zu bringen. Mit den passenden Argumenten bin ich womöglich in der Lage, ihn davon zu überzeugen, dass ich nicht nur in meinen eigenen Interessen handle, sondern auch im Interesse eines höheren Wesens, der Herr selbst. 60% gewinnt Meinung von euch. Beschaut meine Bestrebung, ihr setzt 75 ein. Vielleicht soll ich mich... Was? Ja, dann gewinnt Meinung von uns. Hat 50 Meinung von euch erhalten. So viel zu, ich der mag uns immer noch super gerne und wir haben ihn erpresst, ja. Ich weiß nicht, was ich damit wirklich gut machen kann. Vormundschaft anbieten. Unverheiratet befindet sich. Der ist so logischerweise schon durch. Ich kann ihm eine Vormundschaft anbieten mit Hilfe eines Druckmittels. Aber ich kann auch die Vasallenbande ändern. Krieg erklären? Unabhängigkeitskrieg, Ansprüche? Auf. Herzogtum von Bretagne. Ebenbürtig. 5800. Da treten unsere Verbündeten nicht mit ein, wa? Nicht so wirklich. Herzog Benjamin von Orléans? Der könnte eintreten. Der hat auch einen anderen. Genau, der ist im Nachbarreich. Das bedeutet aber Ansprüche von euch auf das Herzogtum. Ach, gegen den Herzog. 1200, 1000, selber 3500. Ich könnte aber natürlich auch noch irgendwie Söldner anheuern dafür, aber ich will eigentlich nicht. Ich bin so alt. Ich finde das nicht so geil, dann mit 59 in den Krieg zu gehen. Gesundheit schlecht. Ihr leidet an einer Krankheit. Plus stur. Negiert nur Abzüge. Ich halte es, glaube ich, nicht für eine gute Idee, jetzt noch in den Krieg zu gehen und eventuell meine Armeen und mein Gold dafür einzusetzen, weil die verliere ich, wenn ich sterbe mittendrin. Dann habe ich echt ein Problem. Vasallenbande ändern, würde ich immer sagen. Feudalsteuern niedrig. Druckmittel einsetzen. Das geht nicht. Der kriegt von uns 600, 700 Truppen. Ja, kriegt man hier fast. Kriegt man 2 Gold mehr. Vasallenbande ändern. Modifizierte Vasallenbande. Kleingedrucktes mit einem Hook. Sehr schön. Haben wir jetzt die Vasallenbande geändert? Damit können wir das auch nicht mehr. Und jetzt 20 pro Monat an Gold. Ja. Sollten das irgendwo investieren? Aha, es gibt doch Zwillinge. Ich habe mich letztens noch gefragt, ob es Zwillinge gibt. Das ist das erste Mal, dass ich Zwillinge sehe. Hat 2 Söhne zur Welt gebracht. Da die beiden kleinen Teil der Riedel-Dynastie sind, sollten sie mit guten Namen gesegnet werden. Zwillingsnamen. Seid ihr kreativ, Leute? Wir brauchen Zwillingsnamen. Ich habe ganz viele Vorfahren hier zur Auswahl. Wir brauchen gute Zwillingsnamen für 2 Männer. Was sind denn berühmte Zwillinge? Ich muss mal kurz hier raustappen, Leute. Seht ihr noch nicht? Berühmte Zwillinge. Prominente Zwillinge. Blabla, T-Online. Ja, ja, akzeptieren und schließen. Tom und Bill Kaulitz. Die gibt's ja auch noch. Wie sind... Okay, das muss ich mal kurz euch zeigen. Moment, Leute. Das ist ja awesome. Hier, muss ich mal hier hingehen. Bildschirmaufnahme. Guckt mal, wie Tom und Bill Kaulitz inzwischen aussehen. Ey, das ist so lange her. Das waren noch Zeiten. Deine Freundin eine harte Nacht hinter euch habt. Take your friends, wer ist das denn? Einer, den man kennen könnte. Tokyo Hotel. Heute zu ist Ehemann und Schwager von Heidi Klum sind. Ja.
Und Heidi Klum ist immer noch mit dem Bill verheiratet? Was ein Schönling der geworden ist, der Bill. Mut mal, das ist der Tom Kaulitz. Krass. Aber das ist ja nur eins. Ich will nicht Tom und Bill nennen. Diese Promis sind Zwillinge. Bla bla. Diese Promis sind Zwillinge. Das ist doch nicht doppelt. Muss ich irgendwie weiter tippen? Ashton und Michael Kutscher. Die sehen aber auch unterschiedlich aus wie Tag und Nacht. Also eineiig sind die auf jeden Fall nicht. Giselle und Gabriele Bündchen. Ich brauche Männer. Ja, dann haben wir die wieder. Eventuell habe ich mich vertan. Bill und... Nee, das ist Tom Kaulitz. Bill ist der mit den hellen Haaren. Bill hat echt blonde Haare natürlich. Krass. Dylan und Cole Sprouse. Kiefer und Rachel Sutherland. Benji und Joel Madden. Kenn ich nicht. James und Oliver Phelps. Ach, keine Ahnung. Wir nehmen jetzt einfach zwei normale Männernamen. Oh, wen haben wir denn da noch? Wir haben auf jeden Fall Tom. Tom ist eigentlich ein ganz guter Name. Wir können ihn Tom und Jerry nennen. Ha! Das finde ich gut. Tom und Jerry Riedel. Bodo Otto. Bodo und Otto können wir auch nehmen. Nehmen wir Bodo und Otto. Jerry ist zu englisch. Bodo und Otto. Ich habe wieder 500 Gold. Darf ich irgendwas bauen? Und du baust noch. Ich darf wieder nichts bauen. Du baust auch noch. Du baust noch. Windmühlen brauche ich als Verbesserung dafür. Und hier... Wie lange braucht es eigentlich noch bis zur... Festungsmauer? 2 Monate. Oh, das dauert nicht mehr so lange. Kinderunterrichten ist ein guter Hinweis. Aber das waren nicht die. Ja, dann ist eigentlich egal. Das waren von hier. Das ist mir eigentlich wurscht. Kann ich nur irgendwo hinschicken. Summe aller Werte. Meine, was ist das Kind? Wohlgestalt. Ah, hier, Zwilling. Jetzt steht sogar. Meinung, Zwilling. Hier, Genie. Das muss ich doch vom Genie unterrichten, würde ich behaupten. Extrem auf Bildung. Hier, Vorschlag abschicken. Kind unterrichten. Nee, nicht wir. Summe aller Werte. Summe aller Werte sind wir, glaube ich, schon relativ weit oben mit dem Charakter inzwischen. Der hat halt 12, 16, 15, 7, 12. Ist schon echt gut. Wir können sie aber beide vom gleichen unterrichten lassen. Das ist doch sinnvoll, oder? Die Zwillinge werden zusammen von dem gleichen Genie unterrichtet. Seid bekannt für die Hingabe an euren Glauben. Ed? Religiöse Beziehungen, Bildung von Domäne, 0,8. Achso, wenn wir selber die Domäne halten, kriegen wir auch... Das ist ja interessant. Ist ja dann doppelt gut, solche Bistumsdomänen zu halten. Dann musst du dich mit dem nicht rumschlagen, wegen Gold. Das ist ja dann Toppi. Toppi Galoppi und dort können wir auf jeden Fall fingieren für zukünftige Ausdehnungen. So, jetzt haben wir hier... Oh, jetzt habe ich aber nicht mehr so viel Geld, ne? Ich würde nochmal 100 Geld ungefähr Reserve einplanen, bevor ich den Bau hier anfange. Es gibt halt richtig viele Garnisonen. Es gibt 500 auf die Garnison und 150 Aufgebote. Das ist richtig stark, die Erweiterung. Aber wie gesagt, ich würde gerne ein bisschen 100 Gold ungefähr drüber bleiben. Und das nicht... Achso, genau. Und wir sollten vielleicht jetzt eine neue innovative Chronikführung. 17 Monate. Wenn du es nicht steuerst, ist das dann schneller? Landschenkungen. Wo ist eine innovative Chronikführung überhaupt? Das ist noch Teil von dem hier. Dann nimmt er einfach das nächstschnellste immer, oder? Kann das sein?
würde ich behaupten. Johnny Pony, hallihallo und Dankeschön für den Follow. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Geht. Sehe ich. So, Fischernetz gebaut. So, unser Ratsmitglied ist gestorben. No. Unser Spitzel ist uns verstorben. Und dann nehmen wir hier den Höfling, würde ich sagen, dazu. Aktuell sind wir nur noch am Festigen. Hier können wir jetzt aber verbessern, auf jeden Fall. In 5 Jahren haben wir dann eine bessere Festung in unserem Hauptsitz, ein Camper. Der natürlich relativ entspannt hier hinten drin liegt. Erneuerung des Patronats. Nach 5 Jahren sind die Mittel, die ich in meiner Höhe als Lehnspende zur Verfügung gestellt habe, zu nahe gegangen. Ich kann mich nun entscheiden, ob ich mein Patronat um weitere 5 Jahre verlängere oder ihn ziehen lasse. Der hat doch gar nichts gemacht in der Zeit, oder? Hat er irgendwas getan? Hat er irgendwas getan in der Zeit? Verlängere mein Patronat für 165. Er hat gute Arbeit geleistet. Gebt ihm einen Bonus. Er hat Förderung der Naturphilosophie. Bildung plus 2. Entwicklungszuwachs. In 20 Meinungen. Sein Dienst werden nicht länger benötigt. Ihr verliert Förderung der Naturphilosophie. Ah. Da kriege ich halt Bildung und Entwicklungszuwachs. Ich habe nicht ganz verstanden, was Entwicklung ist. Für die örtliche Infrastruktur und den technologischen Fortschritt einer Grafschaft. Sprich, wenn ich eine hohe Entwicklung habe, forsche ich dann auch schneller? Also sprich, geht meine Kulturforschung schneller voran? Die höhere Entwicklungen steigern die Aufgebote, die Steuern und die Versorgungsschwelle, die man aus der Grafschaft erhält. Also eigentlich ist es schon relativ cool. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Minus. So viel zu, ich brauche 100 drüber. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht direkt. Dann wird's blöd. Mein Sohnemann, du als Jungarzt, du musst dich mal um mich kümmern. Ich glaube, man sollte in seinem späteren Alter keinen Jungarzt haben, kann das sein? Da ist, glaube ich, die Bildung nicht mehr so wichtig, sondern es geht ein bisschen mehr darum, genau, weil der Krankheitswiderstandsbonus, glaube ich, höher ist, wenn die einen höheren Arztstand haben, wa? Gewaltiger Bonus, genau. Deswegen werden wir, nein, nicht Bekehrung verlangen, deswegen werden wir dich mal, Hofarzt, ja, ich hab kein Gold. Nein! Dammit! Dann hätten wir hier einen gewaltigen Krankheitswiderstandsbonus Gesundheit gehabt. Das ist deutlich wichtiger im hohen Alter. Das zu haben. Ungesunde Beziehung. Mein Fürst, die Krankheit ist ansteckend. Seid vorsichtig. Was? Blattern. Schau den Leichnam auf Avranch. Jemand an ihrem Hofe können sich die Krankheit zu Hüsen gräben. Wird euer Erzfeind. Der hatte ich sogar mal geholfen. Gräfin Echiv, die Türrichte von Avranch. Dann aber guter Arzt für deinen Erben. Das stimmt. Die Törichte. Habe ich irgendeinen Namen, einen Beinamen bekommen? Nö. Also zumindest steht nicht, kann ich übersetzen könnte. Die Leichen könnte Hinweise auf den Ursprung der Krankheit enthalten. Ja, einer oder Höflinge zieht sich Krankheit zu, studiert Leichen, Bildung. Er bekommt ein würdiges Begräbnis, er hat ein bisschen Frömmigkeit. Die verliert 40 Meinungen, wird mein Erzfeind. Grafschaft von Avranch. Die Grafschaft von Avranch. Gott, hier sind noch andere Sachen. Die Grafschaft von Avranch ist wo? Da oben, die ist im anderen. Ach so, die ist im anderen Land. Ist mir dann eigentlich egal, oder? Die wird ja nicht mit einem ganzen anderen Land einen Dingens von. Und dafür könnte sich bei denen halt die Krankheit ausbreiten. Wir hauen den rüber. Vielleicht kriegt ihr bei denen jemand die Blattern, die sind gar nicht so gefährlich, aber... So. Keine Ratstreffer geht ohne einen Konflikt. Ratsspitze Philomena und Ratsmarschall Guentian diskutieren erhitzt über nächstes wohltätiges Projekt. 82 zu 100. Achso, ich kann jetzt Partei ergreifen. 20% engagiert einen Kompromiss.
erhaltet schwaches Druckmittel, ich erhalte einfach so einen Kompromiss. Also 70% geht's gut aus, 30% nicht, dann verlieren sie Meinung von mir. Ich glaube, ich einfach bei Filamenten, dann kriegt die noch ein bisschen dazu und dann ist gut. Nehme ich aber die Save-Option. Leidenschaftlicher Festgänger. Viele Monate sind vergangen, seit die Edelmänner des Reiches zu einem Festmahl versammelt haben, mein Graf. Es wäre ein, von Vorteil von euch ganz zu schweigen für diejenigen unter uns, die ein gutes Festmahl zu schätzen wissen, wenn dieser Missstand bald behoben werden würde. Erinnern und würde Dankbarkeit zeigen, falls ihr innerhalb der nächsten 10 Jahre Fülle. Ich soll ein Festmahl abhalten, oder? Doch einfach nur. Werde ein Festmahl abhalten. Jo. Machen wir dann beim nächsten 10 Jahren Festmahl veranstalten, mein 93. Ja, Festmahl machen wir noch dann bei Gelegenheit, ne? Müssen ein bisschen Gold jetzt sammeln. Weiß nicht, warum sie sich aufregt. Ich habe doch dann vor 5 Jahren oder so ein Festmahl abgehalten. Wo ist denn das Problem? Mächtiger. Oh. Oh, dir gebe ich doch gerne was ab. Hier. Vasall, mächtiger, gib ihm. Jawohl. Du bist dafür ja nur halb so prächtig. Wieso bist du eigentlich mit 85 noch am Leben? Oh Mann. Der hat hier wiederbelebte Freundschaft, Gesundheit, gewaltiger Bonus. Der ist einfach, der wird einfach 90. Der Mann wird einfach 90. Das durfte mir auch mal passieren hier. Aber ich bin jetzt schon krank. Gesundheit ist schlecht. Wie ist eigentlich bei dem? Gesundheit in Ordnung hat der halt noch. Der hat jetzt noch Gesundheit in Ordnung. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ihr habt Bistum von Castell von Baron von Mainz geerbt. Männliches Vorrecht, Erbteilung. Bistum von blablabla geerbt. Ihr das war. Einen niederen Adel übergeben. Ach Mann. Ach Mann, jetzt habe ich ihn gerade gewechselt. Ja, dann nehmen wir ihn halt doch wieder. Nehmen wir halt doch unser altes, gebrechliches Etwas wieder in den Rad auf. Fischersachen fertig. Achso, hier. Ich darf nicht. Euch zurückziehen, um den Geist zu sammeln. Was bringt das? Ihr werdet etwas anspannen. Oh. Ach, das kann ich, weil ich Einsiedler bin, ne? Kann ich mich zurückziehen, um Anspannung zu verlieren? Ah. Brauche ich nicht. Aber jetzt ernsthaft mal, mein Sohn ist 22. Ich könnte und richtig, den hier kann ich Diplomatie, Bildung, Verwaltung. Boah, dann lieber Diplomatie. Bin ich sein Vormund? Ja. Kriegerorden gründen. Da fehlt mir deutlich mehr Frömmigkeit. Blutlinie stärken. Ihr habt eine Eigenschaft aus der Gruppe helle Köpfe. Ihr habt eine Eigenschaft aus der Gruppe wunderschöne Charaktere. Das Tiriler hat starkes Blut. Gesundheit kleiner Bonus. Chance auf Vererbung von guten vererblichen Eigenschaften. Chance auf neue gute vererbliche Eigenschaften. Plus 400%. Ich dachte, dass plus 30% Chance auf neue, gute, vererbliche Eigenschaften heißt, ich habe eine 30% Chance, dass ich und nicht, dass ich irgendwie eine 6% Chance um 30% besser mache. Mindestens eine der folgenden. Genie, wunderschön, Herkules. Du musst eine von den höchsten haben und dann aus jeder von der Kategorie nochmal eins. Also noch von den anderen beiden auch jeweils eins. Das schon. Blutlinie stärken ist schwierig. Blutlinie stärken ist schwierig. Das ist eigentlich mein... Eine blöde Frage. Wer gehört denn in meine Dynastie und ist ein Herzog? 24, drei Häuser. Riedel Nantes, Riedel Orléans. Oh, Herzog Benjamin. Der hat seinen Herzogtitel behalten die ganze Zeit. Riedel Orléans. Ich war irgendwann mal in Orléans tätig? Ich hab da eingeheiratet, wa? Aber Matrilinear oder so ein Kram. Trunkenbold. Haha. Der hat eine versoffene Frau. Das ist ja supi. Bollwerke und Schutzmauern erhöhen, I guess.
In Diensten von der gehörnte Gott, als ich die Augen in der Finsternis aufschlage, bin ich sofort von einem unheilvollen Gefühl bewältigt, beobachtet mich jemand. Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Budgar? Ich richte mich auf und bin auf einmal hellwach. Ich blicke mich nach der Quelle der fremden Stimme und doch, da ist nichts als Schatten. Der gehörnte Gott bietet euch seinen Segen an. Öffnet ihr ihm euch? Vesma mache ich dann gleich noch. Von ganzem Herzen. Ihr halt ein Geheimnis Hexe. Ihr habt 100 eingesetzt. Ich will damit nichts zu tun haben. Ihr haltet 100 Frömmigkeit und gewinnt 13 Anschauen, weil ihr ehrgeizig seid. Will ich Hexer werden? Ich meine, ich bin eh schon so alt. Dann ist Hexer, glaube ich, auch wurscht. Immer halt. Das ist dann noch eins unserer Geheimnisse, glaube ich. Das müsste hier dann dabei sein. Hier, Druckmittel und Geheimnisse. Wir sind eine Hexe und wir haben jemanden ermordet. So, jetzt ist hier aber ein schweres dabei. Mir bekannte Hexen. Diese ein Geschenk zu kommen. Gräfin, ich hief eine prächtig verzierte Kiste voller Gold. Als ich die Münzen durch meine Finger rennen lasse, kommt es mir vor, als würde der Raum um sich herum drehen und mir stockt der Atem. Aber fühlt sich nicht gut an für 7 Jahre erhalten. Gesundheit schwerer Malus. Oh nee. Oh oh. Der Tod ist nahe. Er steht an der Schwelle des Todes. Okay. Gold wird es gespeichert. Muss ich noch irgendwas machen? Nee, ne? Mein Sohn ist 22, das passt eigentlich. Er erbt alles, weil alle anderen enterbt sind natürlich. Das ist dann halt so. Er ist verheiratet, er hat schon ein Kind, was ein Erbe wäre, was relativ passend ist. Ja. Orthodox. Paulikianisch bin ich dann wieder. Weil ich den gezeugt habe, als ich paulikianisch war oder was. Er ist halt nicht so wahnsinnig gut in der Verwaltung. Das ist halt einfach so, obwohl er Stur schon hat. Gnostizismus? Was ist denn Gnostizismus? Trachte andere gnostische Glauben nur als rechtschaffen und nicht als feindlich oder böse. Titel zu verleihen verringert entsprechend die Anspannung. Titel zu verleihen verringert die Anspannung. Das liegt also am Glauben, dass er schlechter. Oh, der muss ja irgendwie mal. Kann ich von dem noch. Nee, Bekehrung verlangen. Ja. Das möchte ich gerne noch machen. Das war, glaube ich, noch relativ wichtig. Dass mein Sohn nicht Gnostiker ist. Ein Attentat. Ich ritt gerade durch die Straßen und Camper, als ein Mob schreiender und tobender Bauern sich unplötzlich auf mein Gefolge stürzte. Zum Glück zögerten meine Wachen nicht, sie zu beide Seiten niederzumähen, während ich mich zurück zu meiner Residenz begab. Verzweifelt toste das Werke von Gräfin Archiv, diese ruchlosen Schwein. Das seid ihr. Ui, mir geht's nicht mehr so gut. Mir geht's echt nicht mehr so gut. Hoi, 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 hoi. Also, hier sehe ich noch viel schlimmer aus als hier. Hier geht's mir ja noch kind of okay. Dem Tode nahe fühlt sich nicht gut an, Stur. Das wird sie bereuen. Ihr verliert auf der Hut. Komplott Widerstandsstärke erhöht. Ja, fühlt sich nicht gut an. Aber hier geht's ja noch so, kind of. So, Festmahlwahl angesagt. Ich kann immer noch kein Festmahl. 93. Ich glaube, das Festmahl wird ausfallen. Weil, ist nicht. Muss ich mal so festhalten. Was erbt denn der eigentlich? Und 4 weitere Titel. Okay, der erbt also auch die kleinen Sachen. Der hat also wirklich alle 7. Das wird, wie gesagt, mit der Domänenschwelle knapp. Da werde ich 1-2 Sachen noch abgeben müssen. Das ist halt blöd. Ich glaube, ich würde eher eine Stadt abgeben. Aber ich bin kein Herzog. Ich kann keine Städte abgeben. Ich kann nur die Gemeindesachen abgeben. Weil ich den Herzogstitel nicht schaffen darf. Moment. Derzeitiger Träger. Zwischen gibt es den Herzog von Bretagne. Oho. Oho. Interessant, mein Freund. Dann kann ich ja doch den Krieg erklären. Deswegen habe ich hier einen Anspruch auf Herzogtum. Deswegen kann ich ihm den Krieg erklären. Ha. Habe ich vorhin noch gar nicht gerafft, dass der inzwischen Herzog von Bretagne ist. Die Sau. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aussitzen. Wir dürfen nicht mal, mit dem Glauben dürfen wir keinen Selbstmord begehen. Anscheinend.
dass ich die, das sind halt Baronien, die kann ich halt nicht abgeben, ist echt bitter. Lagerköche gebaut. Ich glaube, 500 Gold zu behalten, ist glaube ich gar nicht so eine schlechte Idee. Chronikführung entdeckt. Ein neues Interesse kann ausgewählt werden. Sind wir hier komplett durch, ne? Aber weiß nicht, was die mir bringt. Zivile Frühmittelalter. Die haben, glaube ich, alles inzwischen. Das zu erforschen ist Quatsch in 18 Jahren. Windmühlen. Ich würde sagen, wir geben mal Windmühlen. Oder sie brauchen halt überall, dann gebe ich 200 Jahre für. Bankwesen. Entwicklungszuwachs, Zünfte, Domainschwelle plus 1. Ha, 25 Jahre. Das sieht doch, hört sich doch gut an. Generelle Domainschwelle plus 1. Ja, genau, da bin ich gestorben. Aber wir brauchen plus 1 abgeben. Hat Frieden in den Armen Christi gefunden im Alter von 61 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Er war ein bezaubernder Mensch und berühmt für seine ausgefeilten Festmahle und grandiosen Bälle. Graf Markum steigt den Thron. Er hat mehrere Fähigkeiten gemeistert. Seine Untertanen werden stolz auf ihn sein. Also Windschnepper hervorgetan in Ruhmstufe. Pflichtschuldig, Kulturoberhaupt der Bretonen. Neben seiner Verwaltung hat in 11 Kriegen gekämpft, 7 Angriffe, 4 Verteidigungskriege, Hingabestufe aufrufungsvoll, Altersschwäche gestorben. Der Graf ist tot, lang lebe der Graf! So ungefähr. Jetzt müssen wir hier einiges umsortieren. So, wir brauchen. Oh Gott, kommen wir auf eine sinnvolle Domänenverwaltung, die. Das sieht nicht gut aus. Angenommen, ich würde das hier nehmen. Kriege ich Verwaltung plus 3. Mehr aber nicht. Ich komme halt nur auf 14, selbst damit. Alle wie viel kriege ich das? Domänenschwelle, Verwaltung plus 2. One recently acquired holding verursacht noch keine Abzüge. Domänenschwelle. Wie kann die angehoben werden? Ich glaube, ich muss jetzt mal das hier zuordnen. So. Ja. Bist halt immer noch mächtiger Vasall. Packen wir das rein. Ratskanzler. Da haben wir die Wahl zwischen einem mächtigen Vasall oder einem Ritter. Dann lieber mächtiger Vasall. Über Domänenschwelle. Wie kann ich die Domänenschwelle anheben? Und 6 ist eure Steuern aufgebaut verringern. Wird das herrschen, könnt ihr nur begrenzt an. Von Vasallen gehalten. Ihr solltet einen Titel bis zu uns abgeben. Klicken, um die Titel anzeigen. Wie konnte ich die Domänenschwelle erhöhen? Auch überschreiten, wodurch Einnahmen sowie Meinung der Vasallen über einen gesenkt wird. Und durch den Verwaltungswert. Je 5 Punkte. Ja. Je 5 Punkte bedeutet aber gleichzeitig, du gibst mir, wenn du auf Domänenverwaltung gehst, plus 2. Wenn du auf Herrscher helfen gehst, kriege ich immer noch plus 1 und damit habe ich keinen Unterschied. Hab deutlich mehr Stats. Diplomatie. Fremde Angelegenheit, wohl überlegt. Meinungszuwachs durch Geschenke schicken plus 100%. Man kann nie genug Freunde haben. Schwerpunkt auf Majestät plus Prestige. Die Frage ist so ein bisschen, was wollen wir mit dem Charakter machen, ne? Diplomatie bietet sich an. Ich bin auch ganz okay, was Kriegsführung angeht. Ich bin nicht komplett unerfahren, was Kriegsführung angeht. So, jetzt ist die Frage, was erreichen wir hier? Diplomat. Meinung unabhängiger Herrscher, Komplottstärke für persönliche Komplotte. Flexibler Widerstand. Kürzere Waffenstände sind keine Prestige und keine Prestige mehr, wenn sie gebrochen werden. Erzwungen, ihr könnt den Vasallen Zwangskriegsgrund verwenden. Botschaften. Jedes Bündnis gewährt plus 1 bis zu einem Maximum von 5. Defensive Verhandlungen. Titelschaffungskosten. Wohl überlegt. Meinungszuwachs durch Geschenke und ja. Der Angelegenheiten Effektivität. Das ist unser. Wir sollten hier vielleicht auf fremde Angelegenheiten wechseln, damit uns die Leute drumherum eher mögen. Und unsere Vasallen sind, glaube ich, schon ganz okay. Du bist nicht ganz so wichtig, dass du uns magst. Aber vielleicht doch. Vielleicht ist das so unser erster Komplott, dass du uns magst. Kultur fördern.
Gemeindemeinung erhöhen, Steuern erhöhen, Aufgebote vergrößern. Welche Kultur haben wir denn? Bretonisch, weil die sich... Was ist mit der Kultur? Muss man denn die Kultur fördern? Moment. Kulturen. Französisch, Bretonisch. Und die sind von Okzitanisch beeinflusst? Sehe ich das richtig? Kultur fördern. Was ist mal da unten? Bretonisch. Bretonische Kultur wird ausgelöscht durch die französische. Sieht ein bisschen so aus. Und dein Ratsmarschall ist natürlich dann nicht besetzt. Ich kriege auch nur 9 Gold jetzt aktuell. Aber das ist doch, das ist noch im Rahmen. Oh, ich weiß nicht, ob ich für Diplomatie gehen will. Wahre Herrschaft. Vasalisierungsangebot annahmen. Plus 25. Wir können eine Entscheidung Epros in Auftrag geben. Fähige Fälsche, Anspruch auf Gemeinde, fingieren Tempel plus 75%. Das ist eigentlich relativ gut mit Krieg, die hier, Diplomat, mit flexiblem Waffenstillstand und fingieren, erzwungenes Vasallentum, Eroberung von Herzogtümern, Titelschaffungskosten, ihr könnt den Herzogs-Eroberungskriegsgrund verwenden. Ich glaube, wir gehen erstmal darauf. Außenbeziehung, Schwerpunkt auf Majestät, Schwerpunkt auf Familie, Fruchtbarkeit. Wir wollen erstmal noch ein bisschen Familie zeugen. Würde ich behaupten. Wir waren nämlich stattlich. Und sie ist intelligent und kann gesund. Da wollen wir noch ein bisschen Familie zeugen, deswegen gehen wir auf Fruchtbarkeit. Liebesdinge. Mit dem kann ich Liebesdinge machen. 80%. Auf geht's. Was gibt's bei Familienhierarchie? Moment, kann ich gleich gucken. Gierig Planer. Ich platziere insgeheim einen Brief in ihren Gemächern. Ich schreibe ein Liebesgedicht. Ich bin von der Bildung relativ gut. Ich könnte also ein Liebesgedicht schreiben. Ich schreibe mein Liebesgedicht. Was? Ist fast abgebrannt, als ich mein Gedicht vollende. Bevor ich es abstecke, lese ich mir noch einmal durch. Eure breiten Schultern sind wie ein brennender Stock. Breiten Schultern? Oho. Ich habe keinen anderen Wunsch, als an eurem Kittel zu schnüffeln, damit ich endlich erfahre, ob euer Kampfgeschick die Schlacht für sich entscheiden kann. Ihr sollt immer alles tun, was ich will. Was ist das denn für ein Gedicht? Oh, scheiße. Oh, das kann ja nichts werden. Das kann ja nichts werden. Für bei dem Gedicht. Wir müssen aber noch was abgeben. Und da wir hier weniger kriegen, geben wir das an niederen Adel ab. Damit die Leute zufrieden sind und uns nicht... Ratschlag Ausbildung. Achso, jetzt muss ich hier Kinder unterrichten. Kinder unterrichten, Vorschlag abschicken. Familienhierarchie. Achso, was es hier gibt. Befreunden, zur Herrschaft erzogen ist relativ gut, wenn man Kinder hat. Das können wir aber später noch skillen auf jeden Fall. Das machen wir noch. Herz der Familie, Meinung der engen Verwandtschaft erhöhen. Das geht alles in die Richtung. Ich weiß nicht, was Patriarch macht, ehrlich gesagt. Fruchtbarkeit, Anspannungsverlust, Meinung enge Verwandte, Hausmeinung. Also jedes lebende Kind gibt über einen zufälligen Wertepunkt. Freundlicher Rat. Jeder eurer Freundbeziehung gibt 2 zufällige Wertepunkte. Du kriegst jede Menge Wertepunkte über die Familienhierarchie. Das ist schon ganz geil. Stimmt. Befreunden Komplottstärke, persönliche Komplotterfolgschancen gegen Familienmitglieder. Vertraute, jeder Freund gibt minus 5% Anspannungszuwachs. Ihr könnt als Freundschaftskomplott nutzen, überhaupt einen Freund zu kriegen. Also das mit den Kinderkriegen Punkte ist auf jeden Fall super stark. Wenn man dann ein paar Kinderchen hat. Weil dann auch der Spielererbe natürlich besser wird. Das neue Dynastieoberhaupt, jawohl, sehr gut. Eure Ehre ist wie die Flügel, mit denen ich zum Himmel aufsteige. Ich wünsche mir nur, wieder eure Stimme zu hören, damit ich endlich wahre Freude erfahre. Ist übrigens die, oh Gott. Wir haben diese Frau versucht, mit unserer Bildung zu beeindrucken. Das kann ja nichts werden. Moment, nee, haben wir nicht. Das ist ja jemand ganz anderes. Wer bist du denn? Du bist ein Genie. Höfling von euch, Ratsspitze von euch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. In meiner Kultur, in meiner... Wie ist männlicher...
Ehebruch verpönt. Aber es ist kein Verbrechen. Ich könnte also... Moment, welche habe ich denn jetzt nochmal? Weil ich könnte also... Erst kann der Hof... Ach, der Hof, was muss ich noch kurz gucken. Ich könnte also mit ihr anbändeln, weil sie ist ein Genie. Und wenn ich mit ihr einfach was Gutes zeuge, bin ich so, ja, mein Kind. Mein Erbe. Ne? Wenn ich hier ein stattliches Genie zeugen würde, ihr schmeichelt mir Fürsten, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Hofarzt ist natürlich noch niemand. Deswegen, wir gucken mal kurz in unseren Hof. Wo ist mein Bruder? Höfling, Ratsmarschall, Ritter, Neffe, Höfling, Bruder. Nur mal kurz gucken. Wir haben aber hier eine 21. Und die hat sogar schon was in der Richtung. Das ist die mir gerade so anfängt. Ich glaube, ich würde eher die gute Dame. Weil so viel haben wir noch nicht mit ihm reingebuttert. Der ist immer noch ein Stern Jungarzt. Und 21 Bildung ist dann, glaube ich, besser ausschlaggebend. Aktuell geht es uns, glaube ich, auch gut. Deswegen als Hofarzt einsetzen. Kann man jetzt hier Kind unterrichten. Haben wir noch eine andere Frage? Hier kam eine Frage. Stimme im Rat hören. Jawohl. Was sind wir? Ein Ratsmarschall. Wir haben halt wieder einfach Kriegs. Ihr habt 100 eingesetzt. Warum vernehmen wir denn einfach? Ach so. Beschuldigung und gefälschte Ansprüche. Durchschnittliche Bildungswert unseres Ratpredigers. Es gibt niemanden, was ist die Gierigplaner? Es gibt niemanden, der mit dem Liebreiz von Gräfin Murt nett aufnehmen kann. In ihrer Gegenwart fehlen mir häufig Worte. Keine meiner Komplimente wird ihr gerecht. Vielleicht könnte ich sorgfältig formuliertes Gedicht ihre Vorzüge ja besser einfangen. Die hat 18 Bildungen. Wie soll ich die mit Gedichten beeinflussen? Poesie ist nicht meine Stärke. Nee. Das wird nichts. Das lassen wir mal lieber. Die ist so viel gebildeter als wir. Mit 12. Was hier, Elisabeth, von dem rechtmäßig einkerkern. Ah, das ist unsere Mutter, ne? Die können wir einkerkern. Warum würden wir die denn ein? Könnte gelingen. Druckmittel einsetzen. Weil sie unzüchtig ist. Unsere Mutter müssen wir nicht einkerkern. Das ist Quatsch. Die kann einfach im Leben bleiben. Wobei, die hat angefangen, Komplotte zu schmieden, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Mächtiger Vasall erwartet Ratsposten. Du bist aber... Unnütz! 27611, was willst denn du von mir? Hau ab! Fürst Marco, meine ergebenste Aufwartung. Achso, das ist meine Ratsspitze, die hier um mich wirbt. Töte einen Wolf und bringt mir seinen Pelz. Ich möchte einen haarigen Begleiter. Ich könnte mir ein Tier besorgen. Tier besorgen hört sich gut an. Ich möchte einen haarigen Begleiter. Ihr halt ein Haushund. Sehr gut, wir haben bekommen einen Hund. Mein Herz plötzlich, als sie den Korb vor sich auf meinem Schreibtisch stellt. Das wäre das perfekte Gefährte für ein solch treues, lebhaftes und geselliges Wesen wie euch. Und dann kam es mir. Nichts passt besser zu euch als ein Hund. Dann haben wir hier auch ein Schnello. Fantastischer Name. Muss man irgendwie kurz pausieren, geht alles nach und nach durch. Liebesdinge, funkelndes Gold. Liebste Fürstin Muednat, seufze ich, als ich vor ihr niederknie. Mein einziger Wunsch ist es, euch Ehre und Glückseligkeit zu bringen. So sagt mir doch bitte, wie kann ich euch meine Liebe beweisen? Muednat schaut mich lange an. Die Halskette von Fürstin Seva ist ein Traum. Ratskanzlerin. Sagt mir mit einem Kopfnick in Richtung des Schmuckstücks, das mein Ratskanzlerin Bürgermeisterin Seva trägt. Doch an meinem Hals würde sie noch besser aussehen. Ich gebe eine identische Halskette in Auftrag. Ich biete sie einen Gefallen im Tausch gegen ihre Halskette an. Schwaches Druckmittel. Besonderes Geschenk. Ich stille die Halskette. Oh nee. Beglückwünsche Muednat zu ihrem Geschmack. Ich würde sie schon gerne beschlafen. Von daher wäre es ganz gut. Gold habe ich genug. Verlobte können heiraten. Wer ist das? Nichte und jemand anderes. Begriffsstutzig. Er hat noch... Oh nee. Ach, was soll's. Ja.
Eventuell haben wir dann bald einen Begriffsstutzigen in unserer Familie. Ach nee, heirate gar nicht unsere Familie, war nicht matrilinear. Das war nicht matrilinear. Wir könnten die Burg mit 550 hier auch ausbauen. Hier könnten wir auch die Felder ausbauen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Option. Die Frage ist, wollen wir hier irgendwie da nochmal angreifen? Der ist sowieso gerade im Krieg. Verteidigen. Das ist wieder blöd, wenn sich zwei Leute drum balgen. Gegen wen kämpft denn der? Ha? Ha? Der kämpft irgendwie verteidigen gegen Leute aus dem byzantinischen Kaiserreich? What? Okay. I guess. Das ist ja mal auch interessant, dass dann hier das ausgefochten wird in dem Bereich. Wir müssen aber irgendwann trotzdem dafür sorgen, dass wir ein Herzog werden. Wir sind, glaube ich, aktuell im Herzogtum nicht mal ansatzweise im Erbbereich. Mein Charme rettet die Unterhaltung. Erhält Güte, das Komplott, Liebesdinge erhält Güte. Ich folge der Einladung zu einem Ball in Kemper, um ein wenig Zeit mit Gräfin Murtnat zu verbringen. Allein der Gedanke daran, ihre Hand zu halten, lässt mein Herz schneller schlagen. Doch als ich ankomme, sehe ich, wie sich gerade mein Vasall Baron Urnon mit ihr unterhält. Diese widerwärtige Person schwadroniert unbeeindruckt vor sich hin und bemerkt gar nicht, wie unwohl sich Murtnat fühlt. Mein Charme rettet die. Ich soll sie nur zu wügen, weil ich den Wert Diplomatie habe. Was? Ach, weil er auf 19 ist. Ausgezeichnet. Ja, dann hier. Entspannt gerettet. Dann rettet mein Charmer hier was. Organisierten Dienst bekommen. Du sollst übrigens das ausbilden. Das wäre sonst Quatsch. Als ich die Einladung zum Ball verschicke, freue ich mich auf einen Abend in guter Gesellschaft mit frivoler Unterhaltung. Stattdessen bin ich gefangen in einem grauenhaften Gespräch, das mein Vasall mir aufdrängt. Ich entschuldige mich vielmals, aber es gibt da eine dringende Sache, die eure Aufmerksamkeit bedarf, Philomena. Die vertraute Stimme gehört niemand geringer als Philomena. Sie. Was? Sie redet doch mit mir. Sie zwinkert mir zu, als sie ihn oder bittet, ihr zu folgen. Nützliche, wenn auch unangenehme Lektion in der Kunst der Täuschung. Neuen Kniff im Ränkespiel. Gewinnt 15 Meinungen von euch. Philomena verliert 5 Meinungen von euch. Ein Graf nimmt sich für jeden Zeit. Das sollte Philomena wissen. Also er redet mit mir, Philomena will mich retten. Ich bleibe keinen Moment länger, als ich muss. Verlieren Sie Anspannung. Ja. Tschüss. Bin raus. Könnt mich mal. Aber das ist doch relativ stabil dann abgelaufen, diesmal der Übergang. Ich habe nur keine Tugend mehr. Keine tugendhafte Eigenschaft. Was es ein bisschen schade macht. Liebesdinge, die wilde Jagd! Als Gräfin Murtnat eine Jagd vorschlug, zögere ich nicht lange und organisiere eine. Ich würde alles tun, nur um mich am Anblick meines Augensterns zu weiden. Bin dabei. Habe auch schon dran gedacht. Aber ich brauche es eigentlich nicht, weil ich habe genug Prestige und ich habe keine Anspannung. Deswegen würde ich es mir eigentlich erstmal aktuell aufheben. Für den Fall, dass ich Anspannung kriege irgendwo. Vielleicht wäre es besser, den Pagen zu schicken. Ich schleiche durchs Unterholz, mein Page hinter mir und mein Jagdtrupp knapp vor mir. Scheinbar hat er eine Spur gefunden. Mein Jagdhund. Doch dann wird meine Konzentration von einem Aufschrei gestört. Ich komme zu euch, mein Liebling. War wahrscheinlich nur ein Vogel. Eigenschaft verwundet. Und hat man nie in Gefahr. Nichts passiert. Beende das Komplott. Nee, wir wollen schon noch mit ihr um sie balgen. Eine gefühlte Stunde, die in Wahrheit wohl eigentlich eine Minute war, erreiche ich ein Licht und Murtnat liegt vor mir auf dem Boden, zerzausten ohne Waffe. Gegenüber steht eine gewaltige Bestie bereit zum Angriff. Mein Pfeil trifft das Biest und es fällt zu Boden. Ein Augenblick lang kann Murtnat nur unglaublich starren, aber dann stolpert sie auf mich zu und wirft sie in meine Arme. Ich brauche euch, mein Augenstern, hier und jetzt. Wird eurer Seelengefährte. Ihr habt beschlafen. Ein süßer Kuss ist das Einzige, was ich mir ersehne. Küssen uns, gewinnt 10 Meinungen von euch. Das ist ein Unterschied, ob wir uns küssen oder ob wir nun Seelengefährten werden.
Mehr Prestige für den nächsten Prestigerang, um Herzogtümer auch angreifen und erobern zu können. Ich glaube, Seelengefährten ist schon ganz okay. Moment, das verstehe ich nicht ganz. Übrigens, schön, dass du immer noch da bist. Ich kann doch jetzt schon um Herzogtümer kämpfen. Kann mein Lehnsherr dem Krieg erklären, wegen meinem Anspruch auf das Herzogtum von Bretagne. Also, ich verstehe nicht ganz. Was hätte ich denn jetzt mehr davon, wenn ich mehr Prestige habe? Ich kann das doch jetzt schon um Herzogtümer kämpfen. Also ja, ich könnte irgendwann... Du brauchst für, wenn du Illuster hast, kannst du, glaube ich, bestimmte Sachen... Du kriegst mehr Ritter zum Beispiel. Kinder sind im Bett. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Also ich bin schon auf dem Level und kann das machen. Aber Illuster gibt es auch ein paar Sachen, die man machen kann, die man vorher nicht machen konnte. Ist die vierte Ruhmstufe, nächste Stufe ist erhaben. Moment, ich bin in der dritten Ruhmstufe? What the heck? Bei Stamm ist es wichtig, dass du ein Prestige... Ja, bei Stamm bezahlst du auch deine ganzen Armeen mit Prestige mehr oder weniger und nicht so sehr mit Gold und auch deine ganzen Ausbauten. Da würde ich immer Prestige pumpen, aber ich bin ja hier in dem feudalen Bereich und da ist eigentlich nur fast nur Gold wichtig. Und ein bisschen Prestige, wenn man einen Krieg beginnt, aber das ist irgendwie so 100. Da ist Gläubigkeit eigentlich sogar wichtiger. Also deswegen... Würde ich mir das auch eher aufheben, hier Jagd veranstalten und Festmahl veranstalten für gute Situationen. Wie sieht es denn mit meinen Rittern eigentlich aus? Können wir ein paar Ritter anwerben? Gar nicht schlimm. Ich habe es ja nur erklärt, warum ich es jetzt nicht machen würde. Gar nicht schlimm. Ich habe aber auch Hunger. Aber ewig kann ich ja nicht mehr machen, Leute. Es geht auch ein bisschen langsam voran. Ha! Sie ist schwanger. Sehr gut. Achso, ich könnte mal wieder neues hier. Wie sieht denn das aus? Wenn wir mal. Na, wir können ja zumindest gegen unseren Herzog eine Unabhängigkeitssache machen. Ja, dann müssten wir direkt an unserem Lehnsherr unterstellt sein. Das bedeutet, das sind wir. Wir bräuchten dann. Meinung vom Lehnsherr plus 100. Oh nee. Aber hier, dich können wir mal beeinflussen. Du magst den Lehnsherr eh nicht. Und dann schließe dich vielleicht unserer Unabhängigkeitsfraktion an. Müssten eine, genau, eine Freiheitsfraktion, Anspruchstellerfraktion können wir dann machen. Den Lehnsherr inne hat, genau. Das ist Sinn und Zweck der Sache, damit wir mal, hier 23, nehmbar, zwingen. Oh, Moment. Ritter von euch, Höfling von euch, Arztmarschall von euch. Bruder von euch, ja, der kann er von mir das inzwischen machen. Vasall von euch, Ratsverwalter. Der ist halt wirklich 87 inzwischen. Der hat einfach zwei Generationen an Herrschern erlebt. Nee, wenn nicht sogar drei. Fast komplett, ey. Nicht nur so ein bisschen, sondern ordentlich. Oh Mann. Auf geht's. Was passiert als nächstes? Hier sind wir dann bald mit Fingieren durch. Da könnte man theoretisch uns hier nach unten... Wir brauchen halt erstmal das Herzogtum, damit wir Vasallen haben, an die wir weitergeben können. Ich glaube, den Anspruch kann ich zwar machen, aber der ist nur nebensächlich. Oh, er hat ja gar nicht so viel. Das sind nicht so gute Werte, mein Freund. Wir können aber mal wieder... Schnello die Ratsversammlung. Schnello sind wir an meiner Seite in der Ratsversammlung. Und ich habe noch einen Sohn. Nennen wir ihn doch nach meinem Bruder Benjamin. Ist doch mein Bruder, oder? Oder nach meinem Geschwister. Genau, Graf Benjamin, der gestorben ist. Mögest du stark und groß werden. Xan, viel Spaß, mach's gut. Bist bestimmt wieder gleich am Dota spielen, so wie ich dich kenne. So, wen können wir denn hier noch verheiraten? Dich brauchen wir nicht verheiraten, du bist zu alt. Bist verheiratet, du bist nicht verheiratet. Mit vererblichen Eigenschaften. Am besten eine Standeslose für dich. Ja, hier zum Beispiel. Da haben wir noch einen anderen. Kann ich nach Stand? Nach Rang, ne? Kann ich sortieren hier. So. Intelligent. 35. Wächste.
bist verheiratet, du bist verheiratet. Du bist mein Neffe, du musst noch nicht verheiratet sein. Du bist mein Neffe. Wir verlieren 75. Weiter mit dem nächsten Punkt schadoniert mein Ratsprediger Wallislaw. Es ist äußerst wichtig, dass... Stille, die folgt, wird nur unterbrochen vom glücklichen Gebell von Schneller, der endlich sein Geschäft verrichtet hat. Der kackt einfach auf den Boden. Wie gut ist das denn, ey? Oh, nee. Kerngesund und schlau. Gut, und besessen, aber für dich brauchen wir mal hier... Und du gehörst zum Ludolfinger Hildesheimhaus. Für dich brauchen wir mal... Robust. Kerngesund. Würde ich hier, da... Ja, so. Optionen sind da. Was kannst du eigentlich gut? Der Frauen darf ich nicht als Ratsmarsch einsetzen, ist auch Quatsch, weil sie schlechter wäre. Wenig nette Nettigkeiten. Die Einladung zum Ball verschicke, freute ich mich auf den Abend in guter Gesellschaft mit frivolen Unterhaltung. Stattdessen bin ich gefangen in einem grauenhaften Gespräch. Mir fällt gerade ein, wir sollten aber doch ein Fest mal machen, um unsere Vasallen gütig zu stimmen, weil wir jetzt in einem neuen Herrscher sind. Ich bleibe keinen Moment länger, als ich muss. Tschüss. Weil dann mögen uns ja alle Leute lieber. Machen auf jeden Fall mal ein Festmahl hier. Also mein Hof ist schon jetzt relativ groß geworden. So. An unseren guten Ritter, der rechtschaffen und atheistisch ist und treuherzig. Da können wir mal hier... Kriegst du eine hübsche? Eine hübsche 18-Jährige? Hier, eine wunderschöne 31-Jährige. Du bist 38, das passt doch perfekt. Hier, auf geht's. Hier, kümmern euch darum. Ich will den Anspruch auf jeden Fall bekommen. Ja. Du bist mein Sohn und Spielerbe. Du bist intelligent und wohlgestaltet. Das ist eigentlich echt gut. Problem ist bloß, dass ich selber erst 24 bin und der ist 6. Ich habe den also mit 18 bekommen. Der Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß im Alter. Bis ich natürlich sterbe, ist der schon sehr, sehr alt. Ha, blöd. Müssen wir mal gucken, ob wir noch einen besseren Erben kriegen. Kerngesund Zwilling. Wieso bist du nicht verheiratet? Ja. Wunderschön. Abschicken. Nichte von euch. Müssen wir mal unsere Nichte. Wie ist der zweite Sohn? Das habe ich noch nicht angeguckt. Das ist unser Mitvasall. Wir können ja das Thema theologische Abhandlung. Ich bin mehr interessiert an euch. Bündnis mit Graf Abu von Nassau geschmiedet. Oh, das kriegen wir außerdem noch nebenbei. Hätte ich vielleicht ein bisschen aufpassen müssen. Nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Bist du doch die nicht, das auch die andere Zwillings nicht, die ist auch nicht verheiratet? Dann würde ich sagen, verheiraten wir die doch noch mit jemandem, der robust ist hier. Robust. Ich hatte mein Bestes gegeben und dafür gesorgt. Haltet ein, wir unterhalten uns später drüber. Das ist auch wieder durch Diplomatie. Und dafür gesorgt, dass Gräfin Mundheit und Bürgermeister Seher möglichst weit getrennt voneinander saßen. Doch das reichte nicht und jetzt gehen sie mitten in meinem Festmahl aufeinander los. Die mögen sie anscheinend nicht. Warum aber? Machen das später. Habe ich dir nicht gerade einen Ehepartner gesucht? Also die Nichten verlassen meinen Hof. Ja, da ist es doch. Das ist aber vollkommen fein. Höflinge von mir. Ach, guck mal, der Ratspräger darf ja auch heiraten. Na hier, dann heirate mal. Festmahl, versprochen ist versprochen. Was habe ich gestern Nacht versprochen? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie es losging. Ich weiß noch, wie mein Vasall Baron Bran einen Klaps auf den Hintern von mir bekam und ich zu ihm sagte, dass ich alles tun würde, was er von mir verlangt.
Jetzt machen Gerüche die Runde über den Eid, den ich geschworen habe. Versprochen ist versprochen. Das war nur betrunkenes Gefasel. Da werden sie mich wahrscheinlich nicht mehr vertrauen. Basal und Ritter von euch. Gierschlund. Oh. Der will sich bestimmt wieder als Ratsmarschall oder sowas da rein. Oh, nee. Ja. Bin mal gespannt, was hier passiert. Höfling, Ratsprediger, Höfling. Du bist auch nicht hin. Auch nicht verheiratet hier. Mann, Mann, Mann. Kriegst hier eine 18-Jährige. Eine hübsche 18-Jährige kriegst du an deine Seite. Die Gäste gehen. So. Und der zweite Sohn, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, ist leider nur Wohlgestalt. Und der ist halt intelligent, was plus 3 auf alles gibt und Wohlgestalt. Das ist deutlich, 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 deutlich besser. Ich nehme die vorgeschlagene Heirat an. Ja, sehr schön. Ich würde jetzt fast versuchen, diesen Charakter relativ schnell sterben zu lassen. Tatsächlich. Irgendwie, dass er als... dass er als Feldherr oder sowas in den Krieg zieht und dann vielleicht dort einfach erschlagen wird. Wobei ich aktuell noch 2 Erben habe. Und wenn ich den jetzt enterbe, kostet mich direkt wieder 150 davon. Das ist relativ viel. Wir haben einen neuen Lehnsherr bekommen, nachdem der Titel, glaube ich, vererbt wurde. Ich kann mich kaum daran erinnern, wie mein Leben war, bevor Philomena mir ihre Gefühle gestand. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich bin auch überwältigt von ihrer Zuneigung. Ich sehe nämlich nach etwas Ruhe und Frieden. Und doch mache ich mir Sorgen, werfe ich da etwa meine einzige Hoffnung auf wahre Liebe fort. Ja, zumindest einen Kuss wird nicht mein Seelengefährte für ihre Hingabe. Diese Verliebtheit endet hier und jetzt. Ich kann nur einen Seelengefährten haben, wa? Und das ist meine Gattin. Aber sie hält 30 Meinungen von uns. Pilgerreise. Wir könnten eine Pilgerreise... Auf Pilgerreise stirbst du aber nicht. Ich dachte, ich wäre schon wieder im Rat zu hören. War ich nicht. Ah, aber diesmal kriege ich die Steuerseite davon. Ja. Gibt mir natürlich mehr Geld. Wir können eine Pilgerreise machen. Stimmt. Für mehr Frömmigkeit. Kann ich nicht. Gibt keine Pilgerreise in der... ich vermute mal in der... Dingens... Bums... Religion. Rechtmäßig... Achso, das ist... Und Dänemark. Wir können Kriege erklären. Graf von Albrecht. Religionskrieg. Das ist halt da unten. Das ist komplett egal. Santilia ist auch da unten. Alles da unten. Das andere sind Könige. Ich will mich auch nicht mit Königen anlegen. König von England, mit dem ich mal irgendwann auf Religionskrieg im Königreich von England. Bestimmt eine gute Idee gegen 21.000 Mann. Westfranken. Ansprüche von euch. Ansprüche von Stefanie. 18.000 Mann. König Rodner Raab. 8.000 Mann, ebenbürtig. Ah ja, da geht's hier. Moment. Das ist einer von meinen Höflingen, wa? Schwägerin von euch. Deren Ansprüche kann ich durchsetzen. Um welchen Titel geht's denn? Ziele Königreich von Raab. Oha. Das wäre natürlich ein schneller Aufstieg. Das wäre natürlich ein krasser Aufstieg. Aber das wird mir trotzdem nicht geraten. Ich meine, die hat 8000. Hä? Okay. Militärische Stärke. Verbündete 1. 900. Die hat selber 7000. Und ich habe halt 800 und 700 als Verbündete. Und habe selber nur 4000. Warum ist denn das ebenbürtig, wenn wir zusammen auf irgendwie, wenn es hochkommt, 6000, kommen die auf 8000? Ich will nicht als ebenbürtig an. Ja. Schwierig. Wir könnten aber theoretisch ihm den Krieg erklären. Unterlegen, 1800. Aber das nützt mir halt nichts, weil ich immer noch... ich muss die Fraktion gründen.
Muss eine Anspruchstellerfraktion gründen. Darf ich mich selber wählen? Das seid ihr. Ich müsste eine Anspruchstellerfraktion gründen für Herzogtum von Bretagne. Wer bist du? Herzog von Laurent von Bretagne. Umstrittene Abstammung. Aha. Glaubwürdige Gerüchte ranken sich um die Herkunft von Laurent. Viele sagen, sein Vater sei jemand anderes gewesen. Aha. Frage ist, wer war's? Okay. Treuherzig, sprunghaft, großzügig. Er hat keine Verbünde mit 1800. Anspruchstellerfraktion gründen. Ich muss. 1600%. Wir wollen in 8 Monaten. Wenn ich jetzt. Kann Forderung durchsetzen? Warum kann ich denn jetzt schon Forderung durchsetzen? Ein Polt und ich, wo? Was geschieht hier? Schaue ins Dunkel und warte, bis ich etwas sehe. Gott, da ist jemand in meinem Schlafzimmer. Ich stolpere aus dem Bett und greife nach dem Dolch auf dem Nachttisch. Als ich in den Arm gepackt werde, wirble ich herum und versenke die Klinge tief im Bauch des Angreifers, welcher mich mit einem endlos langen Augenblick lang anschaut. Seine Lippen bewegen sich lautlos und er sinkt zu Boden. Geht es euch gut, Marco? Am Fenster steht niemand Geringeres als Philomena, eine Klinge in der Hand, bereit, mich zu verteidigen. Werfe mich in ihre Arme und sie hält mich fest. Wir teilen einen Kuss so süß wie Honig. Ich darf jetzt schon ein Ultimatum stellen. Der Fraktionsführer ist ein Spieler, weshalb Forderungen unabhängig von Unzufriedenheit in Fraktionen mit Herstellung gestellt werden können. Aha. Jetzt sind wir bei 428%. Mitglieder hinzufügen geht nicht. Diplomatievorzug. Eroberung von Herzogtümer. Titelschaffungskosten. Ihr könnt Herzogtum Herzog-Eroberungskriegsgrund verwenden. Meinung anderer Vasall. Meinung unabhängiger Herrscher. Kann ein Bündnis ohne Heirat vorschlagen. Defensive Verhandlungen. Finde ich gut. Wer bist du? Hier, mit dir würde ich mir gerne ein Bündnis machen. Wie wär's? Bündnis vorschlagen. Wird nicht annehmen. Ach, dammit. Ach, dammit. Wen beeinflusse ich gerade? Graf Gargamel? Warum eigentlich? Der will eh nicht den hier beeinflussen. Damit er mein Bündnis annimmt. Mein Bündnis. Dann schieben wir den hier nicht weg, sondern dann lassen wir uns den unterstützen, wenn er schon so krass stark ist. Der ist direkt bei uns, hat eine richtig gute Armee. Warum wollen wir den nicht für uns benutzen? Und er könnte ja dann zumindest theoretisch unsere Fraktion unterstützen. Problem ist ein bisschen, was passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert, wenn ich Forderung durchsetzen mache. Bei 100%. Monatliche Veränderung plus 13. Grundwert 3. Fraktion mit Militärstärke über Schwelle. Meine Schwester Birgitta, die nicht Brigitte genannt, liegt seit Tagen im Zwist mit jemandem. Das Opfer, ihr Bruder Felix. Ich kann sie sogar hören, wenn sie im Raum nebenan miteinander streiten. Unglaublich, schreibt Brigitte. Wie kann eine Kröte wie ihr auch nur ansatzweise meinen, die ideale Verkörperung der Familienwerte derer von Riedel zu sein? Dieser Anspruch steht mir deutlich mehr zu als euch. Kein Streit innerhalb von mir trennt die Streithähne. Sollen sie doch in Ruhe streiten? Nein, kein Streit innerhalb der Familie. Die Familie muss zusammenhalten. Das kann nicht sein, dass ihr in der Familie streitet. Wenn Brigitte sich mir zu gut, dass ihr hier seid, Marco. Bruder und Freund Felix von euch müsste bitte zur Vernunft gebracht werden. Ja, ist völlig von Sinn. Schämt euch. Was habe ich denn davon, wenn sie mir... Sie mag mich doch sowieso. Und er mag mich aber auch. Seid ihr im Unrecht? Ich kann halt Felix Seite nehmen. Ich kann Birgitta's Seite nehmen. Ihr verhaltet euch beide wie trotzige Kinder. Oder ich kann beides verlieren. Aber wenn ihr es gewinnt, kriege ich 300 Diplomatie Lebenswandelerfahrung. Ah, ihr seid eindeutig. Ihr seid doch. Es ist doch eindeutig, dass ich der beste Riedel bin. Ihr haltet 50 Diplomatie Lebenswandelpunkte und beide verlieren Meinung von mir. Weiß ich nicht. Versuchen wir das hier. Das ist egal, wenn die 50 Meinung verlieren. Schaffen wir es? Okay. Keine Auswertung ist auch eine gute Auswertung. Muss ich mal so festhalten.
Ich dachte, da kommt ein bisschen mehr an Auswertung. Hier ist übrigens mein Bürgermeister. Der ist schon seit ewigen Zeiten macht, ne? Windmühlen haben wir nicht. Wir dürfen das nicht verbessern. Wir dürften hier die Burg verbessern, wenn wir wollen. Für 495. Das hat sich gesenkt. Das gleiche hier halt, 495. Die Burgen zu verbessern, werden wahrscheinlich die nächsten größeren Sachen. Ansonsten Fraktionen gegen unseren Lehnsherr in 2 Monaten. Loyalität oder Angst? Als Graf schulden mir meine Vasallen die Treue. Mein Wort ist Gesetz, aber was ist Gehorsam wert ohne Hingabe? In Krisenzeiten können langsame Reaktionen oder halbherzige Mühen zu einer Katastrophe führen. Kann ich mir ein solches Risiko leisten? Ich werde mir ihre bedingungslose Treue sichern. 10 Jahre großzügiger Lehnsherr, Vasallen schon minus 5%, direkter Vasall plus 15%. Angst ist ein deutlich effektiveres Mittel. Ihr erhaltet 20 Schrecken. Bürgermeister Seber von Renard erhält die Eigenschaft verwundet. Verliert 20 Meinungen von euch. Es gibt wichtige Menschen, die ich beeindrucken muss. Nee, der Herzog wird uns eh nicht mögen. Ich weiß nicht, wenn der uns mag, ist er dann eher gewillt, uns zuzustimmen? Könnte klappen, oder? Ich mach mal großzügiger Lehnsherr. Ich will nicht, dass die jetzt irgendwie aufbegehren oder so ein Kram. Da habe ich keinen großen Bock drauf. Der kann ja auch wieder nichts. Meine Gräfin ist wieder schwanger. Jap. Hier, kann Ultimatum stellen. Kann ich hier einfach Ultimatum stellen klicken? Edelleuten aus nahen und fernen Reichen geben sich Gelegenheit, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch Graf Robin von Ipuska ist. Wenn man zurück sagt, was ist der eben? Wer bist? Den will ich beeinflussen, ne, Graf Robin. Ja, hier, Graf Robin. 10 Meinungen von uns. Ich kann niemanden hinzufügen hier dafür. Habe ich mir angewöhnt, mit Schnello täglich Gassi zu gehen und ich weiß nicht, wer von uns beiden die frische Luft in die Sonne mehr genießt. Schnello läuft vor und schaut sich zu mir um. Sein Bellen klingt wie ein Wo bleibst du denn? Laufhund, ja, 10 Jahre lang Laufhund. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt Forderungen durchsetzen und mal sehen, ob es zum Krieg kommt. Ultimatum gestellt. Mir ist bewusst, dass ihr das Reich lieber brennen seht, als diese törichten Unterfangen aufzugeben. Sowohl das Reich muss ich eure Forderung annehmen, aber wisset, dass hier und heute ein großes Unrecht geschah. Damit kommt ihr nicht durch. Ich bin wieder Herzog. Das ist doch ein guter Punkt zum Beenden, oder? Wir sind jetzt wieder Herzog geworden gerade. Damit können wir weiter erobern und dann entsprechende Sachen abgeben. Perfekt.